Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Freakshow der Freakigkeit. Na gut, wir sind hier in der Book of Tales Nummer 2 und müssen heute mal wieder irgendwie was besorgen. Das Bettlaken könnte ein guter Anfang für ein Geisterkostüm sein. Gut, können wir damit vielleicht beim Herren da irgendwie für Unruhe sorgen und der verschwindet dann oder was? Zeit für einen Geisterauftritt. Genau, das wollte ich. Was soll das? Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken? Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich erkannt. Könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Ich würde sagen, letzteres. Aber nun gut, wir sind nicht... Vielleicht machen wir mit Gulliver weiter, denn er hat ein bisschen mehr Erfahrung. Können wir da mit dir so... Guck mal hier, Gulliver. Ich habe mich als Gespenst verkleidet, aber obwohl ich total überzeugt war, hat der doofe Bürgermeister mich nicht erkannt. Es waren hauptsächlich meine Füße, die mich verraten haben. Dann lass meinen Kopf das Gespenst spielen. Mach mich zum Gespenst. Hier ist schon mal ein weißes Bettlaken. Und? Ein wenig. Das Einzige, was nützlicher als ein Bindfaden oder ein langer Stock ist, ist ein langer Stock mit einem Bindfaden dran. Solche Angeln bieten das Bett. Ja, und nun jetzt mit dem Kopf. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir dich fliegen lassen können. Tatsächlich? Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es hat mit dieser selbstgebauten Angel zu tun. Verstehe. Knote sie fest. Fertig. Was meinst du, Gulliver? Zeit, dem Bürgermeister einen Schrecken einzujagen? Wir können es zumindest versuchen. Wie macht er denn das, bitte sehr? Ein fliegender Geist dieses Mal. Sehr schön. Nur sonderlich gruselig sieht er nicht aus. Aber er kann sprechen! Netter Effekt. Aber ich habe schon Bauchredner auf dem Jahrmarkt gesehen. Aber... Wir kommen wieder! Raus hier! Aber sonst erschreckt er sich doch vor allem. Dieses Mal wirkt er nicht sonderlich erschrocken. Lass den Kopf nicht hängen. Das... Was? Gulliver, ich überlege gerade, ob wir unser Gespenst mit ein paar glühenden Kohlestücken leuchten lassen könnten. Oder wie wäre es mit glühenden Augen? Das könnte noch gruseliger sein. Gute Idee. Dann brauchen wir nur eine Art Halterung und müssen sehr vorsichtig sein. Die Kohlen sind sehr heiß. Ach was. Hier, halt mal. Nicht verlieren. Nate, gib mir 2 Kohlestücke. Rotglühende von weit unten, wenn möglich. Das würde bei lebenden Menschen nie funktionieren. Und? Wie sehe ich aus? Das ist tatsächlich unheimlich. Und auch ein wenig eklig.
So soll's sein. Gulliver? Ja? Los geht's! Oh, der sieht uns ja immer wieder hinten dran. Wow, das sieht wirklich gruselig aus. Gut gemacht. Aha, dann benutzen Sie mal Ihr PKE und schauen, was es Ihnen sagt. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass hier nichts Übernatürliches am Werke ist. Woher wissen Sie das? Unter anderem kann ich den Faden sehen, mit dem du den Ball oder was immer das ist, hochhältst. Und ich sehe dich. Ich spreche sogar zu dir. Da ist was dran. Wilbur? Aber die Augen sehen stark aus. Und die Stimme ist auch gut. Wie schaffst du es, dass es klingt, als käme sie von dem Gespenst? Warum riecht das hier so angekokelt? Die Stimme kommt nicht von mir. Sie kommt von... Feuer! Feuer! Ah! Wilbur, wo bist du? Au! Was zum Teufel ist hier los? Wo sind denn alle? Was ist das? Der Gummiball hat sich in einen verfluchten Totenschädel verwandelt. Der... Richtig! Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Aber ich empfange keine übernatürliche Signatur! Ja. Das liegt daran, dass wir bösen Dämonen gelernt haben, wie wir unerkannt spuken können. Das ist doch nicht möglich. Mehr noch, wir werden davon angezogen. Holt euch den Mann mit dem PKE, hat das Herz des Waldes gesagt. Nein! Wir kommen wieder! Das war unerwartet. Alles ist aus. Nein, ich werde das Herz des Waldes finden und dem Spuk ein Ende bereiten. Keine Angst. Bis später. Oh. Wir müssen noch dem Gulliver seine Augen wiedergeben, sonst sieht er ja nichts mehr. Wilbur, na? Wie haben wir das gemacht? Er hätte sich fast in die Hosen geschissen, ich sag's dir. Das hätte mir dann noch mehr leid getan. Ich wünschte, wir hätten ihm nicht so einen großen Schrecken einjagen müssen. Ach, alles für den guten Zweck. Wenn du mit dem PKE-Gerät das Herz des Waldes aufspüren und zerstören kannst, dann ist ihm damit mehr geholfen als sonst wem. Na gut, ich möchte gerne wieder die Augen... Hier, fang! Wenn ich das im Wald benutze, müsste es mir den Weg zum Herzen des Waldes zeigen. Darf ich es bitte gerne... So. Hier hast du deine Augen zurück. Ah, sehr gut. Gehören zu meinen Besten. Esther meint, das linke sei das Schönste, das ich habe. So, wir haben das PKE. Und können nun in den düsteren Wald hinein. Lass mal, links, rechts, links oder was? Links, rechts, links. Sie hat keine Sekunde gezögert, als ich vorgeschlagen habe, das Herz gemacht. Hallo, Lissy. Hey, Wilbur. Wir haben das Schau, PKE. Schau, was ich hier habe. Oh. Was ist das? Die Fühler des Geräts schlagen umso stärker aus, je näher wir uns an einer Quelle übernatürlicher Energie befinden. Genial. Wir müssen nur immer die Wege nehmen, an denen das Gerät am stärksten ausschlägt. Richtig. Unsere Sinne können getäuscht werden, aber gute alte Gnomentechnologie nicht. Gehen wir. Ich markiere den Weg, den wir gegangen sind. Dann können wir ihn später wiederfinden. Los geht's. Und wenn uns das Ding einfach im Kreis führt? Das glaube ich nicht. Schau! Das Herz des Waldes. Bist du sicher? Ja, es schlägt auf jeden Fall aus. Ziemlich.
Hat Sand von. Ihr müsstet auf alles vorbereitet sein. Kopflose Reiter, Paladine, Hexen, Spinnen. Darin könnte eine Armee auf uns warten. Ladies first? Was immer in der Höhle unter dem Baum lebt, es hat alle Bäume in der Nähe getötet. Nur der Baum direkt über dem Höhleneingang lebt noch. Mehr oder weniger. Na gut, dann gehen wir mal. Also schön. Ich gehe voran. Esther! So. Wen haben wir denn da? Hä? Alistair? Erzmagier, ihr lebt? Was tut ihr hier? Oh, ich lebe nicht. Ich bin nur ein Geist. Dank dir. Aber dank deiner Unfähigkeit und Dummheit. Aber das wollte ich doch alles nicht. Ich habe dir vertraut. Ich war dein Freund. Und du hast meinen Tod nicht verhindert. Erzmagier, ich... Schweig! Hä? Remy? Ein Klotz am Bein, nicht mehr. Ich bin so enttäuscht von dir, Wilbur. Langsam wird mir das ein bisschen komisch und seltsam. Erzmagier, Alistair und Remy waren meine Freunde. Ich verbiete dir so zu tun, als wären sie hier. Verstehst du nicht, Wilbur? Wir haben uns auf dich verlassen und du hast unser Vertrauen missbraucht. Du hast uns enttäuscht und du wirst auch Gulliver, Timmy und die anderen enttäuschen. Du bist nur ein kleiner, dummer Junge, der immer alles nur noch schlimmer macht. Blödsinn! Hör nicht auf ihn, Wilbur! Nein! Ja! Ich werde dich aussaugen! Stopp! Ich weiß, wer du bist! So. Hexenmeister Van Buren hat diese Gegend nie verlassen, oder? Du bist sein Geist. Oder du bist der Geist des Waldes und wurdest von Van Buren aufgeweckt. Ja, ich bin der Geist des Hexenmeisters. Und ich bin der Geist des Waldes. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Du bist beides? Ich bin noch viel mehr. Fürchtet mich. Du bist Angst. Du bist immer das, wovor wir uns am meisten fürchten, oder? Ich bin Tod, Krankheit, Verlust, Versagen, Demütigung. Das Monster unter dem Bett. Der schwarze Mann im Schrank. Lissy hat Angst vor Spinnen, Esther vor Paladinen, die ihr mal den Kopf abgeschlagen haben. Und ich will nichts falsch machen und schuld sein, wenn meinen Freunden etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst es nicht verhindern. Ihr beide werdet diese Höhle nicht leben verlassen. Und dann hole ich mir deine Freunde, einen nach dem anderen. Du bist nicht real. Du bist nicht real. Also, nicht in die Waschmaschine. Pfeile und Bolzen fliegen einfach durch dich hindurch. Nichts kann mich verletzen. Ihr seid verloren. Verzweifelt. Du bist nicht real. Du hast nur Macht, weil wir sie dir verleihen. Nein, ich bin real. Ich werde deine Freunde töten. Ja, dann tu es. Friss sie auf, da liegt sie. Ich werde dich mit meinen vielen Beinen abtasten und ich werde dich beißen. Nein, wirst du nicht. Die Spinne ist nicht real, Lissy. Doch, Angst ist real. Lass dich nicht von der Angst lähmen, Lissy. Sei mutig. Warum weichst du zurück? Du wolltest sie doch beißen. Ja, warum soll ich Angst vor dir haben, wenn du mir eigentlich gar nichts tun kannst? Aber wenn doch, man kann nie wissen. Nein. Das Risiko gehe ich ein.
Ihr könnt mich nicht vernichten! Ich bin immer da! Aber wir können dich kontrollieren. Alles okay? Ja, geht schon wieder. Und wir haben hier wirklich geile Graffitis hier oben, hä? Das Bild eines Clowns. Witzig. Wow. Trotz meiner Zeit in Seefels kenne ich mich mit Fischen nicht gut aus. Ich bin ein Bergkind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Fisch um einen Delfin handelt. Das erklärt auch, warum er mit der Schwimmerin spielen will. Ach, meine Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt Spaß. Ich bedanke mich fürs Zusehen.